Kapitel 12. Blutrot. Na los, lauf, lauf und komm nie wieder, Verräter. Der Kampf gegen den Verräter in Reihen Polanavatras war gewonnen. Epsilon war noch entkommen aus einer Lage, die ihren Plan hätte zerstören können. Zwar warf Polars Verrat bereits einiges durcheinander, doch hieraus konnte sie improvisieren. Es hat keinen Sinn, Kel. Er ist weg und ich glaube nicht, dass er sich traut, noch einmal aufzutauchen. Der Zorn des Akani schien zu weichen, als er Auroras bedrückten Ausdruck sah. Du hast recht. Zumindest nicht, solange der Krieg noch anhält. Aber vielleicht, sobald wir den Plot-Kaiser geschlagen haben. Nein. Selbst dann... Wie kann er uns so einfach verraten? Selbst wenn er sich entscheiden würde, dass er zurückkehren will, ich... weiß nicht, ob ich ihn je wieder normal anblicken könnte. Im Wissen, dass er mich für Jahre angelogen hat. Ohne jede Scham. Ich glaube, viel Sinn macht es nicht, sich jetzt mit einem theoretischen Ende nach dem Krieg zu beschäftigen. So schlimm dieser Verlust erst einmal ist. Euer Team und die Liga-Versammlung haben damit einen Anhänger des Plot-Kaisers vertrieben. Zudem hat sich Kel entwickeln können und damit offensichtlich noch einiges an Stärke gewonnen. Und was wir auch trotz allem nicht vergessen sollten. Ein Sieg in diesem Kampf hat uns das dritte Teil der Plot-Armor gewonnen. Es fehlt noch eins. Wenn uns noch eins fehlt, dann kannst du uns doch bestimmt besten Gewissens erzählen, wo oder nicht. Werdet Champions? Epsilon war nicht überrascht, als Aurora sie zornig anfuhr. Macht es dir wirklich so viel Spaß, uns schuften zu sehen? Champions sollen wir erst werden? Zu zweit? Weißt du, was für eine Aufgabe das ist? Weißt du, wie lange es dauern wird? Wir könnten jetzt den Frieden bringen, wenn du uns einfach sagen würdest, wo das letzte Teil ist. Du missverstehst mich, Aurora. Ich habe euch für die ersten beiden Teile geprüft. Dies liegt daran, dass ich wusste, dass es nötig wird. Ihr müsst in die Liga nicht gehen und gewinnen, damit ich euch einen Ort verrate. Das letzte Teil der Rüstung ist das Kaiser-Emblem. Umgeschmolzenes Gold, doch immer noch erfüllt von der Kraft, für die sie geschaffen ist. Versteht ihr jetzt, weshalb ich euch habe in der Liga kämpfen lassen? Meinst du das ernst? Der Preis, der die Champions der Liga auszeichnet. Dieses Kaiser-Emblem. Das soll die Plot-Armor vervollständigen. Ja, das Wesen, welches die Rüstung versteckte, wollte sichergehen, dass nur die größten Kämpfer sowohl außerhalb als auch innerhalb des Ringes in der Lage wären, alle Stücke zu versammeln. Und ich weiß, es wirkt nahezu unmöglich, gerade nun, wo euer Team geschrumpft ist. Aber wenn es irgendeinem Team gelingen könnte, mit nur zwei Mann die Königsliga zu gewinnen, dann seid ihr beiden das. Und wir könnten die Wahrscheinlichkeit auch noch etwas erhöhen. Wir schummeln nicht. Es machte wohl Sinn, dass Aurora diese Idee von Epsilon vermutet hatte. Was aber nicht hieß, dass dies wirklich die Idee gewesen war. Das meine ich nicht. Aber was, wenn nicht nur ein Team für euch um diese Schale kämpft? Es gibt auch noch Team Slash. Seraora liegt vieles am Titel, aber auch am Sieg über den Plot-Kaiser. Sollte Team Slash das Turnier gewinnen, werde ich sicher gehen, dass er bereit ist, euch das Emblem zu lassen, solange wir den Ruhm bekommen. Aber... Was? Aber... Lasst uns das Ganze noch etwas interessanter machen. Wenn ihr das Turnier gewinnt, Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Sollten wir hingegen siegen, schuldet ihr mir einen Gefallen? Einfach eine kleine Wette, damit auch zwischen unseren Teams ein guter Kampf herrschen kann. Aber warum muss denn ein Kampf herrschen? Weil Seraora sonst angepisst ist und dann gibt er mir die Schuld dafür.
Kurz schien es, als würde Aurora etwas erwidern wollen. Allerdings stellte sie schnell fest, das ist wohl fair. Aber um was für eine Gegenleistung geht es denn? Worum willst du wetten? Was weiß ich? Was entscheide ich kurzfristig? Zuerst geht's mir nur darum, das Turnier interessant zu machen. Nun, diese Aussage war eine Lüge. Epsilon hatte durchaus bereits Ideen, welche sie dazu antrieben, das Turnier definitiv gewinnen zu wollen. Aber dies dürften Aurora und Kell noch nicht erfahren. Denn sie wären alles andere als begeistert. Naja, dann machen wir das so. Dann sollten wir wohl auch langsam zurückkehren. Wir werden einiges an Training vor uns haben, Aurora. Wir wollen schließlich nicht einfach nur darauf pokern, dass Team Slash das Ding für uns gewinnt, oder? Natürlich nicht. Lieber gewinnen wir das Emblem selber. Also los, zurück nach Kiratown. Die Saison hatte gerade erst angefangen. Aurora und Kell hatten also noch mehr als genug Zeit, um sich für das Endturnier zu qualifizieren. Oder es zumindest zu versuchen. Was Aurora gesagt hatte, war schon nicht ganz inkorrekt. Es war mehr als nur eine Seltenheit, als Zweierteam überhaupt in der Königsliga zu stehen. Gerade, da die Typen Feuer und Eis nicht wirklich gut harmonierten und einige gemeinsame Problemtypen hatten. So wie dem Fakt, dass die Kämpferwahl Polanavatras jedes Mal sehr vorhersehbar sein würde. Deswegen könnte es geschehen, dass die Herausforderung weiter vom Turniersieg entfernt war, als vom Ziel nicht abzusteigen. Aber gleichzeitig, es galt selbiges System, welches Team Aralsa in ihrer alten Zeit zu Top-Herausforderern gemacht hatte. Ein einziger starker Kämpfer konnte im Alleingang nahezu alles schaffen, egal wer ihn unterstützte. Und nicht nur war Kell ein Kämpfer, dem Epsilon zutraute, die Spitze der Liga zu erklimmen. Auch Aurora an seiner Seite war eine gute Strategin und stark ohnehin. Und doch machte dieser Gedanke Epsilon auch irgendwie Sorgen. Sollte sie nicht sogar eher hoffen, dass Polanavatra das Turnier nicht erreichte? Denn egal, ob sie dies taten oder nicht, spätestens, wenn Slash oder Polanavatra das Turnier gewannen, musste sie das jetzige Duo auf ihrer Seite haben. Und auch den Plotkaiser. Wenn Team Slash das Turnier gewann, könnte sie zwar Polanavatra indirekt zwingen, sich auf ihre Seite zu stellen, ihre Hilfe als Bedingung für den Erhalt der Rüstung fordern. Doch was half ihr dies, wenn der andere Kaiser sie immer noch nicht akzeptierte? Wäre es dann wahrlich das Beste, ihre implizite Drohung wahrzumachen? Sollte sie dann versuchen, sich durch Aurora und Kell eine eigene Plot-Elite zu erschaffen und den anderen Kaiser zu bezwingen, bevor sie den wahren Frieden erzielen wollten? Aber all diese Gedanken schweiften schon wieder ab. Jede Eventualität war in ihm beinhaltet und eigentlich war dies etwas Gutes. Denn so war Epsilon bereit, wie auch immer ihr Plan voranschritt. Doch gleichzeitig zeigte es ihr deutlich, vieles könnte schiefgehen. Vieles würde schwieriger werden, sollte ihr Plan, den Kaiser zu überzeugen, nicht funktionieren. Aber er musste. Nur musste sie ihn auch wirklich durchführen? Hatte sie bereits genug Vertrauen von Polanavatra gewonnen, damit sie eine Chance hätte? Hoffentlich, aber es musste sein. Die Zeit zum Zögern war vorbei, wenn der Frieden kommen sollte. 2 Tage waren inzwischen vergangen, seitdem Epsilon, Aurora und Kell siegreich zurückgekehrt waren. Die Botschaft ihres Verräters erschütterte auch in der Liga manche. Doch es war klar,
dass ich das Team als Gesamtes nicht unterkriegen lassen würde. Nur, weil sie einen Kämpfer verloren hatten. Epsilon nutzte die Zeit, um ihre Kampfkünste weiter zu erneuern. Offensichtlich zu Seraoras Zufriedenheit. Noch hatte sie diesem nichts davon erzählt, dass sie das Kaiser-Emblem für Polana Watra gewinnen sollten. Doch dies war nicht der Punkt, bei dem sie Scheitern vermutete. Seraora ging es um den Sieg, nicht um den Preis, und Polana Watra würde er unterstützen. In all diesen Gedanken, beschäftigt mit Training, ahnte Epsilon jedoch nicht, dass sich noch in der folgenden Nacht alle Fronten verschieben würden. Blätter tanzten im Wind, ihre Schatten geworfen durch den Mond, waren in Spiel mit der Dunkelheit im Finsteren. Ihr Rascheln wurde übertönt durch das Rauschen der Wellen. Das Meer war nahe, das Cliff nur einige Meter entfernt. Und an diesem Ort, weit ab von Kiratown und jeder Zivilisation, saßen zwei Pokémon. Du hast mich herbeigerufen, weil du Informationen hast, die du mir preisgeben willst. Ohne das Risiko, dass jemand erfährt, in dessen Händen sie Unheil anrichten könnten. Das sagte dein Brief. Weißt du, vermutlich kannst du froh sein, dass ich tatsächlich hier bin. Und ich habe selbst den Brief verbrannt, wie du es mir befohlen hast. Und das, obwohl ich dir kein Wort glaube. Das zweite Pokémon wirkte nicht überrascht. Zumindest nicht über das Misstrauen. Allerdings blieb die Verwunderung darüber, warum sein Gegenüber überhaupt erschienen war. Wahrscheinlich war es Neugier. Vielleicht Dummheit. Aber gut. Du hast Informationen? Lass mich raten, es sind keine, die für mich wahrlich neu sind. Das Verhalten der Ligaleiterin, Elementara, eines der beiden Pokémon, überraschte ihr Gegenüber. Informationen waren ein Vorwand. Doch Elementara sollte eigentlich keine haben. Aber vermutlich hatte sie dies auch nicht. Nein, der wahre Grund der Berufung war ein anderer. Ein lautloser Schrei hallte durch die Nacht. Erfüllt vom Schmerz, doch ausgestoßen. Ohne die Luft zum Atmen. Ohne Vorwarnung, wie aus dem Nichts, hatte eine Waffe ihr Ziel gefunden. Der Stich war kritisch. Sofort färbte sich der Rasen blutrot. Nur noch schwach reagierte Elementaras Stimme. Du bist nicht, wer du vorgibst zu sein. Du bist ein Monster. War das, weshalb du mich gerufen hast? Du wolltest Blut sehen? Mein Blut? Ich weiß nicht, was du hier glaubst zu tun. Wer du glaubst zu sein? Was du bezwecken willst? Du weißt nicht, womit du dich anlegst. Das Pokémon konnte nur zusehen, wie der Verstand seines Opfers zu brechen schien. Ebenso wie dessen Körper. Doch einen anderen Weg hatte es nicht gegeben. Elementara war zwar kein Hindernis gewesen, doch ihr Ende trotzdem ein Schlüssel. Ich weiß, so sprach das Pokémon, an dessen Hand das Blut klebte. Ich weiß genau, womit ich mich hier anlege. Würdest du sehen, was ich sah, erlebt haben, was ich erlebte, dann würdest du mich verstehen. Nein, du hast uns angelogen. Hast behauptet, zu uns gehören zu wollen. Was auch immer du versprichst, von dem, was du hier tust. Du wirst es bereuen. Meine Freunde. Wie aus dem Nichts riss Elementara ihre bereits kraftlosen Augen wieder vollends auf. Ihr Blick schien in die Ferne zu gleiten.
vorbei an ihrem Mörder. Meine Freunde, ich weiß, dass ihr mich rächen werdet. Ja, mein Tod wird nicht ungestraft bleiben. Ich habe euch enttäuscht. Ich bin in eine Falle geraten. Aber ich weiß, ihr könnt mir vergeben. Ihr könnt ohne mich voranschreiten. Ihr werdet Frieden geben. Ich habe es immer geglaubt. So wenig alle anderen es auch taten. Ich habe immer an euch geglaubt. Selbst als meine Worte zweifelten. Mein Geist wusste es immer. Sie werden dich finden. Und du wirst zahlen. Für dein Verrat. Ein weiterer Stich folgte. Das Leid der Ligaleiterin war offensichtlich gewesen. Das zweite Pokémon hatte ihr bloß noch einen Gnadenstoß versetzt, durch welchen die bereits Verdammte regungslos zu Boden fiel. In ihren Augen nun nichts mehr als weiß. Bedächtig entfernte sich der Täter vom Tatort. Die einzige Spur, die hier verbleiben dürfte, war der Körper der Verstorbenen. Stattdessen begab sich dieses Pokémon nun die Klippe hinab, mitten ans Meer. Der Vollmond schien grellrot zu glühen, alles um sich in blutrot zu tauchen, als der Mörder sich seine Hände und die Tatwaffe im Meerwasser wusch, die Spuren seiner Sünde an die Wellen vermachend. Das ganze Meer schien nicht mehr erfüllt von klarem Wasser. Das ruhige Rauschen war gewichen. Stattdessen lag es alles da wie eine stürmischer See, erfüllt von rötestem Blut. Niemand hatte etwas mitbekommen von dem, was sich hier ereignet hatte. Kein Pokémon hatte etwas gehört, gesehen, auch nur gespürt. Das einzige Pokémon, das dies hatte, lag nun leblos am oberen Ende des Kliffes, durchzogen von unzähligen Schnitten, die einen brutalen Kampf vermitteln wollten, welcher jedoch nie stattfand. Noch einmal blickte der Mörder auf seine Waffe. Kein Pokémon hatte gesehen, was geschehen war. Doch die Welt selber sah und richtete über alle, über jeden. Doch wie Unrecht war, was in dieser Nacht vorgefallen war. Sogar das Pokémon selber war sich unsicher. Doch gab es noch einen Weg zurück? Nein. Nicht in dieser Welt. Das Blut mochte verwaschen sein. Doch im Geiste würde es weiter ewig an den Händen kleben. Und in diesem Gedanken ließ der Täter die Waffe verschwinden. Und alles, was verblieb, war eine blutrote Welt.